Argatia braucht zur Maisernte. Auf dem Land gibt es ständig etwas zu tun. Jedoch geht geteilte Arbeit mit einem Lied auf den Lippen leichter von der Hand. Argatia ist ein typischer Smjadowoer Brauch, mit dem die Bauern im September die Maisernte beendeten. Sein Name geht auf das Wort Argatin zurück, einen Knecht oder Landarbeiter, der keinen eigenen Boden besaß und sich daher bei reicheren Herren, den Djorbadji, verdingte, um seine Familie zu ernähren. In Smjadowo bezeichnet man damit jedoch die gegenseitige Hilfe der Bauern, da viele Hände der Arbeit ein schnelles Ende machen und es zusammen lustiger ist. Frauen und Männer aus den Ortsteilen, den Machali, versammelten sich zu Spinnstubenabenden, um, bevor es kalt wird, die Maiskolben zu schälen, damit die Ernte nicht feucht wird und verfault. Deshalb wird dieser Brauch auch Belianka genannt, was so viel wie Schälrunde bedeutet. Die Hausherren, auf deren Höfen eine Schälrunde bevorstand, stellten Tische mit Obst, Wein und Rakia bereit und warteten auf die Ankunft der Argati. Diese trafen in Gruppen ein und sangen. Auch Janka hat zum Spinnstubenabend geladen, zum Spinnstubenabend zur Schälrunde. Sie gingen in den Hof, wo bereits ein Wasserkessel auf dem Feuer stand, in dem süßer Mais für die Helfer köchelte. Die Gäste setzten sich im Halbkreis unter das Vordach des Geräteschuppens und machten sich an die Arbeit. Die einen scherzten, andere erzählten interessante Geschichten und so ging das Schälen leicht von der Hand. Den Durstigen reichten die Gastgeber Wasser, die Stimmgewandtesten wiederum stimmten ein Lied an und der Rest stimmte ein. Nach getaner Arbeit spendierten die Hausherren Wein und Rakia, die Helfer aßen Obst und gekochten Mais und freuten sich ihres Zusammenseins und dass sie helfen konnten. Sie trennten sich in der Dunkelheit mit dem Wunsch nach einer weiteren Schälrunde. Bei den nächsten, die geschickter und fröhlicher Helfer bedürfen.